Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Together Ion. Jo, willkommen. Bei Dü und bei Black. Ja, ne. Ja, wir haben, glaube ich, in den letzten Folgen ein bisschen Grumede gefailt. Und ja, Ne. müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen equipieren. Beziehungsweise Black hat in erster Linie gefailt. Ich hier weniger. Ja, und da werden wir jetzt uns erstmal, ja, das die nächste Folge einfach mal machen. Dann kommen wir mit. Ich komme mal mit. Genau, wir werden erstmal ein bisschen das Equipment erhöhen. Ich habe ja jetzt schon neue Skills gekauft. Das heißt, das wird schon einiges bringen. Weil, ja, ich war schon relativ niedrig. Hier diese Feuerkanone hatte ich noch auf der 1, das noch auf der 1. Warum liegt das hier teilweise ein bisschen? Niedrige Ja, bei Framerate, aber. mir ist die Framerate auch ziemlich nach unten gegangen gerade. Ah, wird wohl wieder mal am Server liegen, werden viele, viele Leute wieder da sein. Spielen halt genug Ich Leute an gehe hier. auch davon aus, ja. Ja, gut. So, Auch bei mir dann. leckt das hier. Ja, okay. Naja, Wo gut. teleportieren wir runter, ne? Ilias Wir Platz. runter erstmal, genau. Wir gehen jetzt Gut. erstmal nochmal nach Heiron. Hätten zwar eigentlich auch Rückkehr nehmen können, aber das habe ich jetzt mal kurz vergessen. So. Ja, hier geht Okay. natürlich auch die Framerate nochmal nach unten. Ja, gerade hier in der Ecke war es ja schon. Oh, Ja. das ist ja schlimm. War es ja schon immer. Zumal wir jetzt Oh kurz an der je. Aufnahme an sind. Ganz am Anfang war das bei mir auch schon immer so, dass ich da Rechner erstmal ans Aufnehmen gewöhnen muss, sozusagen. Was ans Aufnehmen? Du musst wohl erstmal warm laufen. Sowas in der Art. Aber wie gesagt, das ist ganz normal, dass am Anfang bei mir zumindest war schon bei jedem Rechner eigentlich so, dass der am Anfang etwas mehr geleckt hat als ich als später, dass sich das normalisiert. Ob das jetzt nur gefühlt ist Okay. oder nicht, weiß ich nicht. So. So, dann mal einmal auf Ilias nach Licht ist ein Heiron. Wort. Hi, 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 Ron. Da war's doch richtig, genau. Möge Aion euch Genau. beschützen. Ja, wir werden gleich erstmal ein paar wiederholbare Questen machen. Ja, und wird zwar ein bisschen eintönig werden. Aber muss halt auch mal sein, damit man etwas besser equipped wird. Um da nicht Ja. gleich sofort wieder abzukacken. Gibt Schlimmeres. Genau. So. So, einmal Arbolus-Oase, bitte. So, dann Das schauen wir ging doch nach einfach oben, mal. Ich ne? hab kaum mehr Silber. Genau. Oben. Yep. Also wir werden auf jeden Fall gleich hier von den Silbermünzen ein paar Questen halt Wo ist er machen. denn? Hä? Beziehungsweise gibt es da, glaube ich, eine. Da Was lang. denn? Ich such Wo dich. fliegst du denn? Ich flieg Also ich gerade bin wieder schon runter. losgeflogen. Ja, ich flieg gerade wieder runter. So. Muss kurz nochmal nachtanken, einen Augenblick. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Das war jetzt ein Problem vor dem Rechner. Ich musste nämlich mal ganz kurz, ja, mich an der Nase kratzen. Sag mal so. Ich frage mich, warum du gerade fliegst. Ich frage mich auch, weil ich dachte, du wärst hochgeflogen. Mit dem Flugtransporter. Ach so, sag das doch. Ja. Warum stehst denn du dann noch hier bei mir? Ich stehe nicht bei dir. Ich bin schon lange unterwegs. Ach so, na gut. Dann suche ich mal den Flugtransporter. Der war hier. Da kannst du mal sehen. Viel zu lange nicht gespielt. So, Genau. boah. Müssen wir mal wieder öfter spielen. So. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Naja, wie gesagt, ist nicht ganz mein Spiel. Oh nein, Macht aber bitte. nichts. Lach doch. So. Ist auch ein schönes Spiel. Ja, ist natürlich schon ein schönes Spiel. Ist nur halt nicht ganz. Es liegt mir nicht so ganz. Hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist schlicht und ergreifend meins. Nicht meins. So. Und überhaupt. Weil, wie gesagt, letzten Endes. Das Game selber. Würden ja nicht so viele. Wirklich so viele Leute spielen, wenn es nicht gut wäre. Wäre ja schlimm, wenn. Ist auch eine schöne Grafik und dieses und jenes, aber irgendwie ist das nicht Das stimmt. alles spricht dich einfach nicht an. Sag's Es doch einfach, freie ist nicht Schnauze. für den Black gebaut, sagen wir es mal so. Es hat schon was anspricht, aber es ist halt nicht für den Black gebaut. Ich mag das zum Beispiel nicht, dass man zu sehr oder zu schnell hier hin und hinterher levelt. Das geht mir quasi mehr oder weniger fast zu schnell, dass man dir ein Level nach dem anderen bekommt. Entsprechend hat man ja auch das Problem mit dem Equip wie jetzt beispielsweise.
Weil man hat ja Ja, gar das ist keine Zeit, kurzzeitig sich halt mal. wenigstens normales, einfaches Equip zu treppen, droppen. Aber na gut, ich denke, das wird sich dann im hohen Level sowieso normalisieren. Ja gut, du musst halt dazu sagen, aller Anfang ist schwer. Ich meine, das ist dein erster Charakter. Ne? Ganz Okay, genau. gehst mal hier, genau, gehst mal hier rein. Ich glaube, ich könnte es zwar auch teilen, aber ich glaube, hier bei dem ist die Quest. Hat eine Münze davor. Ja, braucht irgendetwas? Ja, ein paar Münzen. Münzen eintauschen. Münze wandert aber um. Ach, das meinst du. Okay. Ja, Annehmen. richtig, Münze wandern. Genau. Okay. Und das werden wir gleich einfach mal machen. Ja. Ja, wir brauchen da halt irgendwas an die 14 Mobs. Und ja, bekommen dann halt so drei Münzen und halt noch so eine Münztruhe. Und ja, damit können wir erstmal ein bisschen aufequipmentieren. Na gut. Ja, man muss aber Mit halt drei nochmal Münzen dazu kann man sagen, also ich bin. aufequipmentieren. Naja, ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer es war. Ich glaube, 20, 30 kostet so ein goldenes Teil. Ach so. Müssen wir gleich dann nochmal nachschauen. So, wir brauchen zum einen mal Mottenfraß-Akrind. Den haben wir hier zum Beispiel mal. Nein, aber halt in dem Fall Ja. nochmal bezüglich Leveln. Also, ich finde es grundsätzlich eigentlich okay. Ich meine, jetzt gerade wie für Anfänger. Ja, Also, wie geht's dich? du bist allgemein ein bisschen ungeduldiger, das weiß ich ja. Ich kenne dich ja auch noch aus deiner Fiesta-Zeit. Du musstest unbedingt vorankommen. Immer der Beste, immer der Schnellste. Das ist nichts für mich. Ich bin so gut, wie ich bin und mehr will ich ja gar nicht. Ich muss nicht unbedingt hoch, da haut mich ja was. Jetzt nicht mehr. Warum der Ungeduldigste? Was willst du denn damit sagen? Ja, das werden die Leute schon mitbekommen haben. Ich muss immer auf den Dü warten, aber sobald es mal losgeht, dann hetzt er. Typisch Dü. Nein, 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 nein. So. Meine Muss ich auch mal Charaktere erstmal einspielen. waren, glaube ich, in Fiesta höher als deine, ne? Natürlich, das meinte ich ja. Ja. Ich halt. Das ist das falsche Ziel. Ja, zumindest in der Hinsicht, wie gesagt, du hast da, bist einerseits ungeduldiger, du willst unbedingt schnell, schnell, schnell vorankommen, aber andererseits, bist du auch ausdauernder in manchen Dingen. Also wenn es, irgendwann zu langweilig wird, dann höre ich da auch auf. Bist du ja. Oder weißt du ja. Die anderen wissen es jetzt auch. Dann muss ich das nicht unbedingt haben. Das Deswegen hatte ich ja stimmt auch allerdings, ja. gesagt, wir machen Fiesta so lange, wie wir kommen. Dass wir bis zum Cap kommen, bezweifle ich nach wie vor ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Weil letzten Bis Endes zum ist Cap ja. willst du es spielen? Na, glaube ich nicht wirklich, dass das Nee, wie durchschaffbar gesagt, ist. ich habe doch gerade gesagt, ich bezweifle das. Weil es schlicht und ergreifend, ja, wir würden ewig dran spielen. Das dauert ja ewig dann. Also, sagen wir mal 10.000 Folgen, dann müssten wir ein Cap erreicht haben. Na, eigentlich, ich glaube, es müssen sogar mehr werden. Aber mal gucken, mal, wie weit wir kommen. Und, ja, was wir schaffen. Das ist Das das schaffen wir. falsche Ziel. Und, der große Vorteil im Vergleich zu, naja, zum normalen Spielen ist ja im Let's Play, dass ich dann auch einfach sagen kann, so, ich muss jetzt nur für eine Woche aufnehmen, also das heißt, ich mache 1, 2 Stunden. Länger muss ich in Anführungsstrichen gar nicht spielen. Ich meine, wenn ich dann irgendwann auf dem Wege, auf der Stufe bin, dass ich sage, naja, ich muss das jetzt noch machen, dann werden es die Zuschauer wahrscheinlich eh schon abgeschalten haben, weil wenn es für mich langweilig ist, für die Zuschauer ganz bestimmt. Ich meine, wenn man schon selber mitmacht und es langweilig, wie muss das erst sein, wenn man vor dem Rechner sitzt und oder vor dem Fernseher, wo auch immer man es anguckt, auf dem Handy, und dann nur den blöden Idioten da quatschen hört und der immer eigentlich nur der Der ganze sagt, selbe macht. langweilig, ich habe gar wieder auf gar keinen Bock eigentlich. Ja, so in der Art. Wobei mir in letzter Zeit, manchmal ist es so, du loggst dich ein, eigentlich quatschst du ja wirklich immer dasselbe im Spiel. Normalerweise. Also, ja, ich gehe auf den Mob oder und auf den und unterhältst dich nebenbei über andere Sachen. Trotzdem kommt, ich weiß nicht warum, gucken die Leute das immer noch an, weil, und ich weiß nicht mal, worüber ich richtig gequatscht habe, aber wie gesagt, die Leute schauen es an, gehen auch darauf ein in den Kommentaren. Da muss ich dann manchmal selber überlegen, hey, was hast du jetzt, oder muss man selber die Folge nochmal angucken. Ich habe halt ein sehr schlechtes Gedächtnis. Huch, der Verkehrte. Bei mir ist es ähnlich, was das angeht.
Ein bisschen was weiß ich sicherlich dann noch, aber auch nicht mehr die Masse dann. Ja, ja, wie gesagt, die, manche Dinge schreibe ich mir halt auch auf, wie zum Beispiel halt die eine Auktion, die ich in Fiesta mache, beziehungsweise, ja, noch läuft sie, ja. Was machst du denn da? Nur ein paar CS-Items, anstatt mich mit dem Stand hinzustellen und da halt ordentlich Geld einzunehmen, habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, machst du Auktion und wenn einer einen Kupfer bietet, dann kriegt er das für einen Kupfer. Okay. Also einfach, und dem gebe ich das dann halt irgendwann. Und ja, wie gesagt, ein Gebot ist auch schon eingegangen. Ah, okay, Glückwunsch. Ein Kupfer. Echt? Ja, natürlich, das Zeug ist ja auch, ist ja auch relativ schlecht. Und letzten Endes, wie gesagt, preislich wisst ihr ja, oder weißt du ja zumindest, war ich auch noch nie der, der sich damit so besonders gut auskennt. Entsprechend habe ja, ich gut, gesagt... Da liegt bei mir eigentlich eher der Reiz bei Online-Spielen. Ich bin da mehr der Farmer-Boy. Ja, das stimmt. Ilani, das stimmt. So, ich bin lieber der, der quasi die Story verfolgt. Ich bin ein Story-Mensch, du bist lieber der, der coole scheffeln will. Das ist richtig. Bumm, mitten im Ast hingeblieben. Möchte halt immer der Beste sein, ne? Naja, ich möchte nicht der Schlechteste sein. Der Beste muss ich nicht unbedingt sein. Jetzt hast du ihn erwischt. Nein, das... Ich denke, das ist auch zu hoch gegriffen. Letztendlich soll es ein Spiel sein. Eben. Ein Stück weit Spaß machen und ja gut, wenn du halt meinetwegen mal ein halbes Jahr, nein, ich nenne es mal der Beste bist in dem Spiel, kannst du dir am Ende auch nichts davon kaufen. Ganz genau so ist das. Wie gesagt, ich war... Und dann kommt meinetwegen wieder ein neues Cap raus, dann ist dein Equip wieder veraltet und... Dann und du fängst eigentlich von vorne Zeit an. Hast vielleicht am Ende noch viel Geld investiert. Ich meine, es spricht nichts dagegen, haben wir alle schon gemacht, für ein Spiel Geld auszugeben. Letzten Endes, richtig, die Entwickler müssen ja auch belohnt werden. Richtig, aber, genau. Aber wie gesagt, man muss halt, es muss im Maße bleiben. Also es gibt Leute, die investieren. Jetzt nehme ich nicht mal Fiesta, da gibt es noch ganz andere Spiele. Da habe ich dann mit den Ohren geschlackert, als ich gehört habe, dass dieses Spiel, also da zwei Leute habe ich da zufälligerweise kennengelernt im Real Life. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, das Spiel. Die haben da, der eine hat ungefähr 500 Euro pro Monat reingeschickt und der andere ungefähr 1000. Und das waren nicht mal die Besten. Was? Das waren dann nicht mal die Besten? Ja. Wie geht das denn? Lol. Okay. Ich glaube, ich faile hier gerade etwas mit meiner Mana. Ja, wie gesagt, das, okay, etwas ist gut. Das war ja das Schlimme daran. Wie gesagt, da hatte ich schon gedacht, Fiesta ist manchmal teuer, wenn du wirklich sehr gut sein willst. Aber das war extrem. So, jetzt können wir das hier gleich nochmal annehmen. Das werden wir auch gleich nochmal annehmen. Wir können gleich nochmal schauen, wie viel wir brauchen von den Münzen. Du hast jetzt so eine Münztruhe, die kriegst du auch nochmal, kannst du auch nochmal machen. Warte, öffnen. Okay, Waffe ist relativ teuer, könnte man aber vielleicht noch dort drin bekommen. Naja, gut, was haben wir denn eigentlich? Muss halt mal schauen, was du an Equip hast, was ich bei dir da anbieten würde. Warte mal, ich mach mal Profil. Ich würde vielleicht sogar fast auf blaues Equipment gehen oder sowas in die Richtung, das kostet zum Beispiel. Also wie gesagt, hier, momentan habe ich jetzt 12 Münzen oder so. Ich habe ja schon blaues mehr oder weniger an. Aber es kommt halt vom Level drauf an, ne? Welches Level da ist. Ja, ich suche gerade Stufe 26 halt, ne? Bis 31 hier, genau. 26. Genau, ja, macht's das halt aus, ne? Mal noch wegmachen. So, genau. Das machen wir mal noch weg. Das machen wir weg, genau. Ja, weil wir, das Problem ist nämlich, um da gleich mal ein Stück weit noch vorweg zu greifen, wir haben jetzt noch, hier im Let's Play haben wir noch zwei Kampagnen hier, also in Hyrule zwei Kampagnen und eine in Rishanda, die Kampagne in Rishanda fällt schon mal weg, weil wir dafür eine Gruppe benötigen, das müssen wir irgendwann anders mal machen, wenn ich das vorher organisiert habe. Und Hyrule, gut, Erschaffung eines Monsters müssen wir, glaube ich, noch hinbekommen, glaube ich. Ja, das ist aber auch schon wieder eine Instanz. Wird nicht ganz einfach werden zu zweit, aber das müsste vielleicht noch zu schaffen sein. Im Etherwan ist zwar auch noch zu schaffen, aber das werden wir uns hier immer mal aufheben für so zwischendurch, damit wir die Folgen ja nicht nur eintönig halt gestalten. Dann aber jetzt erstmal hier noch ein bisschen machen und dann später halt nochmal zu den Kampagnen gehen.
das bisschen hier machen, das machen wir, damit es nicht so eintönig wird, weil wir wollen ja nicht in derselben Folge die dieselbe Quest zweimal machen. Nein, da machen wir die Folge lieber mal zu Ende hier und machen in der nächsten Folge dieselbe Quest nochmal. Genau. Bis zum nächsten Dann, Mal, wir sehen uns Leute. beim nächsten Mal. Jo, bis Tschö. dann, tschüss.